Ja, jetzt ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Diplompsychologe, immer noch der gleiche Tag mit Sonnenbrand. Aber ihr wollt ja keine Podcasts hören hier, nehme ich mal an. Und wir haben eine Mail von einer jungen Zuschauerin, die drei Dating-Situationen besprochen haben möchte. Schauen wir mal rein. Ich glaube, sie ist 20. Freue mich immer, wenn auch die 20er hier mal reinschauen, weil je früher man auf mein Material trifft, umso länger hat man schöne Beziehungen, womöglich später. Hallo, ich schaue deine Videos sehr gerne und finde viele Themen sehr interessant und hilfreich, da ich selbst ein Fall bin, der, glaube ich, viele Sachen vereint und ich mir eigentlich nichts mehr wünsche als eine normale, gesunde, stabile Beziehung zu einem Mann. Ja, das sagen immer viele und haben aber doch unbewusste Programme, die was anderes sagen. Ne? Das muss man also nach und nach herausfinden. So. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich. Die erste Sache ist, dass ich in einer Affäre drin stecke. Ich hoffe nicht, dass du jetzt noch drin steckst, ehrlich gesagt. Okay. Die immer sehr toxische Zeiten hatten, in denen ich total verknallt war und er auch in mich. Wir banierten zusammenkommen können, da er in einer Ehe mit Kind steckt. Drecksdreieck, brauche ich gar nicht besprechen. Sinnlos, Zeitverschwendung, ja, jetzt haben wir hier wieder Lovebombing, Eifersucht. Heftiges Up and Down. Allerdings hat er mir letztens wieder eine Eifersuchtszene gemacht, weil ich ihn auf einem Festival ein I Love Cock Sticker auf meinem Dekolleté hatte. Ich meine, das ist, also muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, du kannst machen, was du willst, ist dein Leben, aber so einen Sticker zu haben und dann und mit so einem Sticker zu erwarten, du ziehst Männer an, die eine gesunde, stabile Beziehung führen wollen, weiß ich nicht. Also würd ich mich als Mann anders lesen, so einen Sticker. Ich weiß nicht, ob du da das Richtige rausgibst, darfst du natürlich, ich meine, du bist ja auch jung. Aber das gibt natürlich einen ganz anderen Vibe raus, ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Ansonsten, ihr seid nicht zusammen, kannst du machen, was du willst. Und ansonsten ist es ein Drecksdreieck, brauchen wir gar nicht drüber reden. Bringt nichts, Zeitverschwendung, weil es nicht das ist, was du suchst. Und außerdem würde ich mich an Drecksdreiecken einfach nicht beteiligen. So, ne? Und ob er da eifersüchtig ist, ist ja lächerlich, wenn er selber noch in einer Beziehung steckt. Naja. Zweite Geschichte. Ich habe sehr lange mit einem Mann geschrieben, den ich im privaten Leben kennengelernt habe. Allerdings haben wir uns nie getroffen, da er sich immer wieder Ausreden hat einfallen lassen, wenn ich gefragt habe. Bringt nichts. Entweder man trifft sich oder man lässt es. Schreiben bringt gar nichts. Mach mal einen fucking Dating-Kurs. Und Modul 1 unbedingt. Wir haben sehr intensiv geschrieben und er hat mir viele Komplimente gemacht. Worte zählen gar nichts, zählen nur Treffen. Letztlich habe ich von Bekannten gehört, dass der Typ eine Frau hat. Drecksdreieck, müssen wir nicht weiter drüber reden. Dritter Mann, endlich jemand, den ich date, der auch Single zu sein scheint. Nun treffen wir uns relativ selten. Unsere Beziehung hat sich ein Stück weiter entwickelt, obwohl wir uns schon Anfang Frühling daten und ich oft bei ihm geschlafen habe. Bin mir nicht sicher, ob er nur was Lockeres will, da von seiner Seite Richtung Beziehung gar nichts kommt. Weder möchte er mich seinen Freunden vorstellen, noch kommt er mit, wenn ich Unternehmung mit meinen Leuten vorschlage. Andererseits ist er wieder total interessiert an mir, kocht für mich, fährt mich zum Bahnhof, gibt mir was aus und solche Sachen. Ich möchte gerne das Gespräch suchen und ihm sagen, dass ich ihn gerne näher kennenlernen möchte und dass mir die Zeit dafür nicht reicht. Ist es eine gute Idee, einfach mal meine Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren und ihn zu fragen, ob er auch das gleiche Interesse hat? Ja, ich meine, du hast am Anfang geschrieben, ich möchte gesunde, stabile Beziehungen führen. Da solltest du schon längst gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los? Daten wir jetzt exklusiv, hast du was mit anderen, ich hätte es gerne exklusiv, ich hätte gerne eine gesunde, stabile Beziehung, sind wir da auf der gleichen Linie, weil wenn du was suchst, dann musst du es auch leben, du musst sozusagen in diese Schwingung kommen von dem, was du haben willst, ne? Und da passt für mich, das ist jetzt überhaupt kein, also kannst machen, was du willst, mir ist das völlig Wumme, aber du lebst nicht das, was du haben möchtest, ne? Ist jetzt, wie gesagt, mit Anfang 20 finde ich das. Aber trotzdem, ich nehme dich jetzt ernst und da passt für mich weder ein I Love Cook Sticker zu, meine Meinung, und weil das passt eher dazu, hey, playing the field, viel Spaß haben, was ja auch okay wäre, aber du schreibst, das willst du nicht. Und dazu passt auch nicht, dass du lange jemand casual datest, ne? Und dazu passt auch nicht, dass du diese ganzen Typen,
die nur Drecksdreiecke wollen, dass du die in deinem Leben lässt. Also ich würde an deiner Stelle aufräumen. Alle Leute, mit denen du irgendwelche komischen Dreiecke, Verwicklungen hast, rausbooten aus deinem Leben. Wenn du eine platonische Freundschaft führen willst mit einem Mann, dann nicht jemand, der an dir oder an dem du interessiert bist. Alle komischen Halbbeziehungen entweder auflösen oder auf die richtige Spur bringen. Und diese würde ich auch schon viel früher machen, auf die richtige Spur bringen. Sind wir auf dem gleichen Level hier? Und dann stellst du vielleicht fest, dass er das gar nicht will. Dann suchst du weiter. Oder du stellst vielleicht fest, was auch sein könnte, dass du es vielleicht auch doch gar nicht willst, was du denkst, was du willst. Dass du vielleicht, aber das kannst du erst rausfinden, wenn du mal mit jemand wirklich exklusiv bist und ihr eine richtige Beziehung eingeht. Dann kannst du ja mal gucken, ob sie gesund und stabil ist. Und dann kannst du mal gucken, ob das der Vibe ist, den du leben kannst und willst jetzt, ne? Also, weil, ja, das wird jetzt zu weit führen. Aber erstmal würde ich das ernst nehmen und dann alles, was nicht auf dem Weg liegt, ja, da musst du deinen Kompass auch ernst nehmen. So, du bist jetzt so ein bisschen so, wie so, als wenn das Navigationssystem sagt, so fahr ihr geradeaus und du sagst, nö, ich will zwar hier nach München und da geht die Autobahn hin, aber ich fahre jetzt nochmal hier runter und da runter und fahre nochmal den Umweg, darf mal alles, ne? Ist jetzt nichts falsch dran, nur es ist nicht das, was du möchtest, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.